Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Markus Flicker, Fotografie, Bildbearbeitung, Workshops, Reisen und Blog. Und heute kommt ein Video über ein Teil, das ich mir bestellt habe, und zwar einen Selfie-Stick. Klingt blöd, ist aber so, und das als Fotograf. Ja, warum? Ganz einfach. Ich bin recht viel unterwegs, Reisen und so weiter, ein Riesenthema von mir. Und dazu brauche ich immer wieder mal ein kleines Spaßstativ. Am besten für die Hosentasche, ja, und natürlich fürs Handy. Oder für sehr kleine Kameras, also definitiv nicht für eine Spiegelreflex oder so. Und ja, da bin ich auf dieses Teil hier gestoßen, das habe ich gerade bekommen. Und das sah in der Produktbeschreibung ziemlich cool aus. Ich muss jetzt einen kleinen Cut machen, weil jetzt habe ich kein Handy mit. So, für ein Selfie-Stick-Video braucht man natürlich ein Handy, ganz klar. Ja, und das ist dieses Teil hier. Und das sollte, laut Produktbeschreibung, cool. Sehr cool. Okay, genau das machen, was ich eigentlich will. Also, ich möchte gerne ein kleines Dreibein haben. Ist das süß. Was ich auf einer kleinen Fläche hinstellen kann. Ist auch ein Griff zugleich und yes, ziemlich cool, natürlich Selfie-Stick-Funktion. Dafür war es mir allerdings weniger gedacht, sondern wirklich nur kurz ein Foto-Video zu machen und ein bisschen einen Halt zu haben, ja? Nicht mehr, sondern nur ein bisschen einen. So, und jetzt kann man das hier aufklappen. Ja, warum mache ich so ein Video mit Selfie-Stick und Handy? Dazu kommt bald mehr. Abonnieren drücken unbedingt. Jetzt kann man auch jede Menge andere Videos und Podcast-Folgen zwischendurch und so weiter. Und hoffentlich bald dann auch, ja, was zum Thema Smartphone-Fotografie. Gut, Selfie-Stick ist cool. Ich hoffe, das sieht man so, ja. Soll es auch funktionieren, ist okay. Dafür werde ich es weniger benötigen, eher für coole Perspektiven, um hier wirklich, ja, durch das neue Telefon ins Wasser hinein zu fotografieren und so weiter. Und was mir auch ziemlich gut gefällt, ist dieses Teil. Ich hoffe, das macht auch das, was es soll. Und zwar ist da hier cool. So eine kleine Fernbedienung dabei, die hier, schauen wir mal, ich hoffe, ich muss jetzt nicht wirklich dieses Handbuch durchlesen. Mal schauen, wie das Teil funktioniert. 27 Sprachen. Ja. Aha, gut. Also es ist hier wirklich ein Billigstuffer Selfie-Teil, was ich voll okay finde. Long press the remote button. Okay, das heißt, man soll man hier lange drücken und irgendwann, Tatsache, fängt das Ding zum Blinken an. Dann habe ich hier das Handy, Bluetooth einstellen. Selfie.com, bitte verbinden, koppeln, easy cheesy, hoffentlich, verbunden, that's it, Kamera, Selfie-Funktion natürlich, werden wir das hier mal ausprobieren. Also man kann, was ich ziemlich cool gefunden habe, ist nämlich das, man kann hier diese kleine Fernbedienung direkt in den Griff reinstecken und verliert sie hoffentlich dann nicht, und das sieht dann so aus. Ja. Yes, funktioniert. Ja, ziemlich cool finde ich es allerdings auch, wenn man wirklich Selfie-Videos macht und das Teil hier irgendwo platziert oder irgendwo so Selfie-Seminaren am Strand oder auf einem Berg sitzen und dann wirklich ganz cool posen kann natürlich und ein Foto machen. Das probieren wir jetzt gleich noch einmal. Ja, ich finde Selfies eigentlich cooler, wenn man jetzt nicht den Stab mit drauf sieht oder so diese ungewöhnliche Perspektive, sondern ganz cool, ein Selfie, das nehmen wir gleich als Vorschaubild, dann sieht das ein bisschen entspannter aus. Ja, that's it, cool. Das Teil macht alles, was es soll, und ja, abonniert diesen Kanal, schau auf meinen Blog vorbei, www.markusflicker.com, und kann man es ausschalten auch, aus, cool.
Und ich hoffe, ich bin jetzt dann bald soweit für ein kleines Tutorial, Videotutorial, weiß ich noch nicht, E-Book, mal schauen, Newsletter ist auch in Arbeit. Unbedingt vorbeischauen. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.